Wissen Sie, wo gerade die Sonne steht? Halten Sie mal Ihren Daumen gegen die Sonne. In diesem Moment fliegen mehr als 10 Milliarden Neutrinos von der Sonne durch Ihren Daumennagel. Und das Ganze, ohne dass Sie davon etwas mitbekommen. Auch der Beton des Gebäudes kann Sie nicht aufhalten, da sie so selten wechselwirken. Eine weitere Eigenschaft von Neutrinos ist ihre geringe Masse. Neutrinos sind so leicht, dass bisherige Experimente lediglich ein Höchstgewicht angeben konnten, nämlich 10 hoch minus 36 Kilogramm. Das sind 0,35 Nullen 1 Kilogramm. Die Kombination aus geringem Gewicht und geringer Wechselwirkung zusammen mit der Eigenschaft, dass Neutrinos die zweithäufigsten Teilchen im Universum sind, führt dazu, dass sie als sogenannte kosmische Architekten maßgebenden Anteil daran hatten, dass das Universum heute so aussieht, wie wir es kennen. Neutrinos verbinden quasi die kleinsten Strukturen im Universum mit den größten. Wir beim Katrin-Experiment versuchen nun, eine dieser Eigenschaften der Neutrinos, nämlich ihre Masse, zu bestimmen. Wir versuchen quasi, die Neutrinos zu wiegen. Und das Ganze machen wir mit diesem Aufbau, der die genaueste Waage der Welt darstellt. Dabei ist meine Aufgabe als Doktorand, zu verhindern, dass unsere eigenen Erwartungen das Messergebnis beeinflussen. Bei dem Aufwand, den wir betreiben, um eine so winzige Masse zu bestimmen, wäre das natürlich verheerend. Unser gesamter Katrin-Aufbau, also unsere gesamte Waage, ist 70 Meter lang. Mehr als 17 Jahre lang haben Techniker, Ingenieure und Physiker daran gearbeitet, dieses riesige Experiment aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. Hier sehen Sie unsere Tritiumquelle. Darin zerfällt die radioaktive Version von Wasserstoff, das sogenannte Tritium. Bei dem Zerfall entstehen immer auch ein Elektron, dargestellt in Rot, und ein Neutrino, dargestellt in Gelb. Außerdem entsteht die Zerfallsenergie, die sich in Form von Bewegungsenergie auf das Elektron und das Neutrino aufteilt. Da Neutrinos so selten wechselwirken, messen wir bei Katrin nur die Elektronenenergie. Die Neutrinomasse ist dann die Differenz zwischen der bekannten Zerfallsenergie und der maximal gemessenen Elektronenenergie. Die Energie der Elektronen bestimmen wir durch das elektrische Feld im Spektrometer. Wir können dort unterschiedliche Spannungen anlegen, sodass immer nur die Elektronen es durch das Spektrometer schaffen, die eine gewisse Mindestenergie haben. Ist die Spannung sehr niedrig, schaffen es viele Elektronen durch das Spektrometer. Ist die Spannung dagegen sehr hoch, schaffen es nur wenige, manchmal auch gar keine. Am Ende einer solchen Messreihe erhält man ein sogenanntes Spektrum der Elektronenenergie, hier dargestellt durch die Messkreuze. Um nun die Neutrinomasse daraus zu bestimmen, vergleicht man ein Modell für dieses Spektrum mit dem gemessenen Spektrum. Exemplarisch dargestellt hier sind zwei Modelle. Einmal ein Modell ohne Neutrinomasse, dargestellt durch die blaue Kurve, und einmal ein Modell mit Neutrinomasse, dargestellt durch die rote Kurve. Man sieht auch sehr schön die Signatur des Neutrinos, nämlich dieser charakteristische Knick im roten Spektrum. Wie Sie sehen, passt in diesem Fall die rote Kurve, also das Modell mit Neutrinomasse, sehr viel besser zu den Daten als das Modell ohne Neutrinomasse. In seinem Modell steckt man neben der Neutrinomasse aber auch immer andere Erwartungen und Parameter, die jedoch das Ergebnis, die Neutrinomasse, nicht beeinflussen sollen. Deswegen habe ich mir verschiedene Methoden überlegt, um die Neutrinomasse vor den Analysten zu verbergen. Und zwar so lange, bis alle anderen Parameter und Erwartungen festgelegt sind. Eine Variante, die Neutrinomasse zu verbergen, ist es, dass man sich einen Teil seiner Daten nimmt, speziell die Daten aus dem neutrinomassensensitiven Bereich, also die Region rund um den Knick, dass man diese Daten nimmt und in eine Kiste packt. Und diese Kiste macht man erst wieder auf, nachdem alle anderen Parameter des Modells festgelegt sind. Das Problem hierbei ist jedoch, dass man dann auch 70% seiner Messzeit nicht anschauen darf, sodass man auch nicht sieht, wenn irgendwas schief geht. Eine weitere Möglichkeit, seine Neutrinomasse zu verbergen, ist deshalb, sein Neutrinomassensignal zu verschmieren. Das erreicht man, indem man sein gesamtes gemessenes Spektrum verschmiert. Nun ist auch der charakteristische Knick nicht mehr so gut sichtbar. Und man erwartet, dass das Modell ohne Neutrinomasse, also die blaue Kurve, nun besser zu den verschmierten Daten passt als das Modell mit Neutrinomasse. Nun kann man, da man nicht mehr sensitiv auf die Neutrinomasse ist, all seine Parameter des Modells anhand der verschmierten Daten festlegen und erst wenn alle Parameter des Modells anhand der verschmierten Daten festgelegt sind, erlaubt man sich, die originalen, unverschmierten Daten anzuschauen und damit dann die Neutrinomasse zu bestimmen. Durch die Anwendung dieser Analysemethode verhindern wir, dass unsere eigenen Erwartungen an das Messergebnis, unser Ergebnis, die Neutrinomasse, beeinflussen. Erste Tests des Modells
und diese Analysemethode erfolgen bereits im Juni diesen Jahres. Am 11. Juni ist die offizielle Einweihung des Katrin-Experiments, sodass das Wiegen der Neutrinos in Kürze beginnen kann und wir hoffentlich unser Universum ein Stück besser verstehen.